Hallo, liebe Fadenfreunde. Nicht immer haben wir Lust, im Netz nach Ideen zu suchen. Oft vergeht viel zu viel Zeit, 2 bis 4 Stunden, und wir haben nichts geschafft und nichts getan. Ein Buch kann helfen, sich zu fokussieren, trägt zur Entspannung bei und braucht keinen Strom. Anleitungen und Schnitte sind natürlich auch in unseren Kreativbüchern enthalten. Auch ein schönes Geschenk kann ein Buch sein für jemanden, der kreativ ist. Sei es Stricken, Patchwork oder Nähen. Einige davon möchten wir euch gerne vorstellen. Los geht's! Fein eingefädelt. Ein sehr schönes, ansprechendes, ästhetisches Buch aus Dänemark, Klematis Verlag. Mit vielen verschiedenen Themen. Es geht viel um Handarbeit und es ist von der Aufmachung her sehr vintage, so im Shabby-Schick gemacht. Teilweise auch mit Stickereien, nicht nur nähen, sondern auch sticken. Im Anfangsteil geht es wieder um die Grundtechniken, was man so für verschiedene Techniken braucht für dieses Buch, Handnäh oder Maschine. So, und dann geht es los mit den ersten Teilen. Aufgenäht, sehr übersichtlich in der Beschreibung, mit Bilderbeschreibung und sehr hübsche Fotos mit schöner Dekoration. Zurecht gemacht, so dass man Geschmack bekommt, das umzusetzen. Hier geht es Richtung Weihnachten, kleine Figuren. Dann nochmal, wie man das ausstatten kann. Und dann im Anschluss, dann sind immer gleich die Vorlagen für dieses Thema. Unterscheidet das Buch jetzt so ein bisschen von den anderen Büchern. Die sind nicht gesammelt hinten, sondern die sind immer im Anschluss an die Themen sind immer gleich die Vorlagen. Ein Nadelbuch, auch so ein bisschen auf Shabby gemacht. Und so muss man was ganz anderes ins Nadelkissen, so als Rolle. Schöne Ideen dabei. Man kann sich inspirieren lassen. Man kann das auch mal angucken und sich freuen. Hier geht es so ein bisschen in die Stickerei, so als Bilder. Alles noch Thema Weihnachten. Vorlagen wieder. Herzen und Sterne. Hier geht es jetzt in die Püppchen, in die typischen skandinavischen Püppchen, die man auch von Tilda kennt. Das ist ja Norwegen und hier sind wir jetzt in Dänemark. Mit Kleidung und Accessoires, alles beschrieben mit Vorlagen. Ja, das ist jetzt hier eine Hängetasche. Und so geht es dann immer weiter. So richtig schön was für die Seele. Das ist auch was Neckisches. Ein Tic-Tac-Toe-Spiel auf alt gemacht. Shabby. Taschen. Kleine Tasche, große Tasche. Eine geflochtene Matte. Bälle, wo man Reste einarbeiten kann. Fließreste und Stoffreste. Ein Adventskalender. Ein Bild mit einem Engel. Elchfiguren, ist auch sehr lustig, mit Kleidung und Vorlagen. Ein sehr schönes Buch, übersichtlich in den Motiven, Hardcover, zum Preis von 24 Euro. So, ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen. Dieses Buch kannst du bei uns im Geschäft erwerben. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da und ein Abo, wenn dich die nächsten Angebote ebenfalls interessieren. Vielleicht sehen wir uns im Laden. Bis denne. Tschüss.